Aloha, ich grüße euch heute mit einem Ü-Paket. Ich wusste, dass was kommt. Und zwar ist das Ü-Paket von der Monika. Vielen lieben Dank dafür. Sie hat gesagt, sie möchte mir eine Kleinigkeit schicken. Ich habe eigentlich mit einem Briefumschlag gerechnet und dann kommt hier doch so ein Kartönchen. Ich habe das nur schon mal aufgeschnitten, Adresse abgeklebt. Ja, hier alles ein bisschen beiseite geschoben, weil ich bin am Werkeln mit meinen Memory Dex Karten, ein bisschen im Bullet Journal, einfach mal so für mich. Ein bisschen am Stanzen, ein bisschen mit Geschenkpapier am Werkeln, einfach mal so zum Entspannen und deswegen ist das hier, sieht so aus, wie es so aussieht. So, wir machen das jetzt mal auf. Ich glaube, hier hatte ich noch nicht geschnitten. Ich gucke mal, ob ich das hier, kann ich es nämlich auf, runterheben. Bevor der Deckel da in der Kamera hängt. Ja, ich bin total gespannt. Ups. Da freut man sich ja immer, wenn der Postmann klingelt und man bekommt so schöne Sachen. So, so sieht es hier innen aus. Papier weg. So, das ist der Inhalt. Ich weiß nicht, ob das die Karte dazu ist oder ob es überhaupt eine Karte. Nein, ich glaube nicht. Nee, sie hat mir auch geschrieben, sie hat vergessen, ein paar nette Worte beizulegen. Da. Genau, das hatte sie mir geschrieben. Okay, ja, wir haben ja so ein bisschen hin und her geschrieben. Auf jeden Fall danke ich dir ganz herzlich und dann packen wir das jetzt mal aus. Dann fange ich hiermit an. Ich stelle das mal kurz hier beiseite. Ja, man, ein schönes geprägtes Täschchen. Guck mal. Schön geprägt mit Magnetverschluss. Hinten ist es einfach, aber sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Vor allem wäre das auch cool für die Hülle, ne? Für den Impfausweis. Weil ich hatte mich mal versucht, ich muss kurz schwenken, Themawechsel. Ich hatte mich versucht für den Impfausweis, weil ich denke, der muss ja jetzt demnächst immer präsent sein, ne? Da was zu zaubern. Und bei mir ist es so ein ganz einfaches Ding geworden. Aber das wäre natürlich noch besser. Vielleicht passt der auch da rein. Ich will mal gerade gucken. Könnte knapp werden, aber ungefähr könnte er reinpassen. Wäre ja auch cool. So. Jetzt geht es aber nicht ums Impfbuch, jetzt geht es hier um die schönen Sachen. Da wollen wir mal gucken, was drin ist. Oh, eine Totes Meer Premium Maske Antioxidation. Ja, sehr schön. Eine Maske. Ich nutze sehr oft Masken. Na, man muss ja irgendwann also mit 51 fängt dann an, Darnfältchen und nutze ich wirklich sehr oft. Und die kenne ich noch gar nicht und bin gespannt. Vielleicht werde ich die auch gleich direkt mal nutzen, weil heute ist so, ja, Verschönerungstag, weiß ich nicht. Ich war heute Morgen, obwohl Samstag ist, aber ich war Tatsache heute Morgen schon beim Zahnarzt zur halbjährlichen Kontrolle und Zahnreinigung. Und ja, da könnte ich meinem Gesicht ja auch direkt was Gutes tun. Ja, und das werde ich auf jeden Fall verwahren. Sehr hübsch, gefällt mir sehr gut. Vor allem, jetzt kann ich ja gerade mal probieren, ob der Impfausweis reingeht. Weil dann gefällt mir die Lösung nämlich besser wie meine. So. Gucken. Ja, ist ein bisschen Spack, könnte 2-3 Millimeter, kriegt man dann nicht mehr ganz so gut zu. Müsste also 1-2 Millimeter größer sein. Vielleicht mache ich dir das nach. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Dann ist es auch richtig geschützt. Ne? Ich hatte halt nur jetzt hier diese Lösung. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So, dann haben wir hier... Oh, ein kleines Mini-Album. Oh, abgegangen. Ja, ein kleines Gebamm. Ich mache es erstmal wieder dran, damit wir es im Ganzen sehen. Oh. Ups. Ja, ich mit meinen filigranen Fingerschen.
Ich zeige euch jetzt erst das Gebamsel, bevor ihr hier 1000 Stunden gucken müsst. Ein Perlenengel, sehr hübsch, richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Und dann hier ein ganz tolles Album dazu. Ne? Die sind ja mega geil, die Stempel. Ne? P und dann Petra drin. Die sind ja cool. Musst du mir mal bitte schreiben, wo du die her hast. Das ist richtig cool. Aber dann frage ich mich, weil das ist ja auch, hast du das, das müsste ja frei sein in der Mitte. Hast du das dann auch exakt da drauf gestempelt? Das wäre ja wieder zu filigran für mich, ne? Gefummel. Aber sieht richtig cool aus. Richtig cool. Ja, ich denke mal, dass Tee drin sein wird, weil da eine Teekanne und eine Teetasse drauf ist. So. Ich mach's mal auf. Ich gucke jetzt als Erste. So. Ja, sehr schön. Wir gucken es jetzt erstmal hier so an. Richtig cool. Und dann gucken wir den Inhalt an. Ja. Richtig schön gewerkelt. Die Papiere gefallen mir sehr gut. Richtig geil. So, und jetzt gucken wir, was drin ist. Spannung steigt. Yoga-Tee, Women's Energy, Frauenpower. Ja, sehr schön, cool. Vielen lieben Dank. Da auch, der Frauenpower, werde ich mir gleich mal ein Tässchen gönnen. Ups, da auch. Also das sieht mir aus, überall die gleichen, finde ich cool. Und ich habe mir auch schon von dem Yogi-Tee was geholt. Ich weiß aber nicht mehr, was genau, aber den hatte ich schon mal. Da ist auch. Ja, vielen lieben Dank. Ich guck mal, was da drin ist. Ayurvedische Kräuter- und Gewürzmischung. Richtig cool. Sehr schön. Steht weiter nichts drauf. Ja, ich gehe davon aus, dass da dann auch keine Zusatzstoffe drin sind, ne? Wie irgendwie Ascorbinsäure oder sowas. Sehr schön. Richtig cool, freue ich mich. Ich werde berichten, wie er geschmeckt hat. Und jetzt versuche ich das hier nochmal da dran zu hängen. Und wenn ich wieder auf der Arbeit präsent bin, da habe ich auch meinen Wasserkocher und habe so einen Aktenbock mit, ach, da steht ja eine Thermoskanne, ganz viel Tee, ein Milchaufschäumer. Ich trinke ja auch ganz gern einen Chai-Tee. So. So, sehr schön, ne? Und da kann ich mir das eine oder andere ja mal mitnehmen in den Büchchen. Vor allem stelle ich das da hin, weil das richtig cool aussieht. Und da kommt es auch zur Geltung. Ne? Schön in meinem Büro habe ich eine schöne Deko, weil daneben ist nämlich direkt die Fensterbank. Und ja, da steht auch ein bisschen Deko drauf. Natürlich was mit Lama und mit Einhorn. Freut die Kollegen. Aber egal, ich schwätze mich hier wieder im Kopf und Kragen. Sehr schön, vielen, vielen lieben Dank dafür. So. Ups. Und das hier. Und dann ist der Karton leer. Jetzt guck mal, was hier drin ist. Oh, schöne Eulchen. Guck mal, Holzeulen. Die sind ja niedlich. Das sind Filzeulen. Und hier haben wir die Holzeulen nochmal in bisschen dunkler. Also drei verschiedene Farbnuancen. Sehr schön. Die sind richtig cool. Die gefallen mir richtig gut. Ich bin ja nicht so der Eulenfreund eigentlich. Aber auch selbst ich kaufe mir Sachen mit Eulen. Und die gefallen mir richtig, richtig gut. Und die sind auch witzig. Und die ist ja niedlich. Ich muss mal erstmal euch das zeigen. Ne, die sind richtig cool. Auch für meinen Memory Decks oder auch für den Herbst für meinen Planer. Die sind richtig geil. Werdet ihr auf jeden Fall wiedersehen. Und die ist niedlich, guckt mal. Ne? Weil ich will euch noch was zeigen. Von wegen, ne? Da denkt ihr, die steht nicht auf Eulen. Doch, die Eule habe ich mir auch mal gekauft. Ne?
wenn Eulen niedlich sind. Da gefällt mir fast jedes Tier. Ne? So, die, mit den Wimpern. Ne, bei Wimpern, ja, da kann ich ja nie Nein sagen. Ne? Richtig cool. Die gefällt mir richtig gut auch. Süß. Sehr schön. Vielen lieben Dank. So, dann haben wir hier ein Hütchen. Was hast du da reingetan? Das fühlt sich an. Ich hätte jetzt erst gedacht, vielleicht ein Kronkorken. Aber das fühlt sich an, als wenn du da irgendwie was gerollt hättest. Oder ein Knopf. Nee, Knopf ist zu weich. Aber nette Idee, oder? Hier so ein Sommerhütchen. Das musst du mir auch mal sagen. Was da drin ist. Weil das ist ja eine Wellenkreisstanze. Und dann mit Stoff bezogen, kann man auch mit Designpapier machen. Also das ist jetzt hier so Stoff. Und dann hier so ein Nupsi drauf und ein Schleifchen dran. Und schon hat man eine schöne Deko. Also ne, ein Embellishment ist ja quasi ein Embellishment. Ich fühle mal. Also ich glaube, das ist wie so, wie heißt das? Quilling, ne? Dieses, wo man das so rund macht und dann eingeschlagen. Richtig coole Idee. Kannte ich so noch nicht. Werde ich nachmachen. Richtig cool. So, Stanzteile. Die machen wir zum Schluss, weil die muss ich irgendwo drauf machen. Och, guckt mal hier. Ein Kleid. Das ist ja mega. Das ist gefaltet. Kann man sehen, aus einem Stück Papier. Richtig cool. Also quasi Origami. Auch eine richtig coole Idee. Vor allem hier liegt als Spitzenteil. Ist ja richtig geil. Ich hoffe, ich kriege es richtig drauf. So, ja. Richtig cool. Und hier mit dem Täschchen dran. Richtig geil. Ja, gefällt mir total gut. Auch das Papier sieht richtig geil aus. Sehr geschmackvoll. Und ich gucke mal gerade, ob es passt von der Größe in mein Bullet Journal. Ja, müsste ich vielleicht hier so das abschneiden. Ne? Mal gucken. Ich guck mal, wo es hinpasst. Ja, sehr schön. Richtig cool. Kannst du mir sagen, wo du die Anleitung her hast? Ich habe ja ein paar Geldscheine gefalten, aber das ist ja wesentlich filigraner. Aber so groß ist natürlich auch richtig cool. Weil man es halt auch für andere Sachen nutzen kann. Wie dieses kleine Fissels-Ding. Und vor allem mit dem Papier. Und da schießen mir ja schon wieder tausend Ideen durch den Kopf. Richtig cool. Dankeschön. So, und dann haben wir hier eine ganze Menge Papier. Large Envelope. Okay, also das ist ein Briefumschlag zum Ausschneiden, den ich mir dann selbst falzen kann. Notebook Cover. Templates von Angela Care Designs. Ich glaube, die habe ich auch abonniert. Da kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Und hier, da kann ich ein Notebook mitmachen. Cool. Und mega geiles Digipapier. Guckt euch das an. Richtig cool. Das ist wahrscheinlich dann auch von der Angela Care. Mega cool. Sehr, sehr schön. Und hier ist auch nochmal Fold Flaps Print Mini Folders. Ja, okay, ich habe mir, wenn immer, nur Digipapier runtergeladen. Sowas wie jetzt hier zum Ausschneiden habe ich mir noch gar nicht runtergeladen. Aber mega Idee. Richtig cool. Sehr, sehr. Oh, hier. Cool. Vor allem habe ich da gerade die passende Stanze zu. Das habe ich nämlich, ich habe ja gesagt, ich bin am Ausstanzen. Ne? Hier habe ich nämlich die schöne Sumse. Ja, passt ja fast. Ha, wie cool. Ja, na, hier so Text zum Ausschneiden oder einfach keine Text. Einfach dann Teile zum Ausschneiden. Hier auch nochmal, auch sehr schön.
Ja, da muss ich doch Tatsache noch mal gucken. Und die, boah, ist die Biene hier wunderschön. Ich weiß, im Moment stehe ich ja voll auf Bienen. Ich weiß nicht wieso. Hm, hier. Der Schmetterling. Auch alles schön. Hm? Auch hier mit. Cool. Richtig, richtig geil. Mega. Und hier die kleinen Entologie. Die kleinen Insekten. Richtig cool. Guck mal. Und da haben wir hier wieder das Cover. Auch geil. Ja, sehr schön. Super. Vielen, vielen lieben Dank. Freut mich total. Da muss ich echt mal linsen. Und ich werde mir hier auf jeden Fall, bevor ich das ausschneide, eine Schablone von machen. Und dann mal schauen. Und ich denke, ich werde kein Journal rausmachen. Ich denke, das wird alles in meinem Bullet Journal landen. Und dann das ein oder andere als Tasche oder als hier Flap. Ne? Sehr schön, freue ich mich. So, jetzt drehen wir das Ganze um, weil jetzt kommen ja noch die kleinen Stanzteile. So, wenn ich es denn aufgepummelt kriege hier. So. Ach, das sind noch die Teekannen. Oh, wie niedlich. Oh Gottchen, guck mal. Ich muss mal hier wieder mein Pink, damit ihr das sehen könnt. Wie niedlich. Hier der Kaffeebecher und auch der hier mit dem Herzchen. Waren die von Action? Das kommt mir so bekannt vor, aber ich glaube, ich habe es noch nicht ausgestanzt, oder? Oder war das nur so ähnlich? Oh Gott, guck. Oh, ist das niedlich. Richtig, richtig cool. Und hier noch ein ganz mini, mini klein. Och, sind die süß. Ne? Hier die Teekanne, die war ja vorne schon auf dem tollen Album. Richtig cool. Und wie gesagt, hier musst du mir unbedingt sagen, was das für ein Stempel ist oder ob das ein Dicky-Stamp ist, den du dann ausschneidest. Vielleicht hast du ja auch einen Plotter. Hier so eine French Press. Oder nee, wie heißen die? French Press ist ja noch was anderes. Oh. Ja, mega cool. Und hier sind auch noch so einzelne kleine Mini-Fuzzi-Herzen. Könnte man ja quasi auch noch da reinlegen. Wenn ich es denn kriege. So. Guck mal. Süß. So, ich denke, das wiederholt sich jetzt alles. Mein Favorit ist ganz klar das hier. Aber alles schön. Also kann man gar nicht von Favorit eigentlich reden. Auch das ist mega. Hier dann noch Glitzerpapier drunter. Ich gucke mal gerade, ob ich Glitzerpapier habe. Und hier habe ich auf jeden Fall gefärbtes Papier. Wenn man hier mit dem braunen Herzchen macht. Glitzerpapier. Wenn ich das jetzt hier wegziehe. Guck mal. Und ihr müsst euch natürlich den Rest, wenn man nur hinten so ein kleines Nupsi ausschneidet, dass nur das Herz golden glitzert. Mega. Hier auch. Richtig cool. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, meine liebe Kleinigkeit war das ja nicht. Ne? Wie gesagt, ich habe einen Briefumschlag erwartet, da kam ein Karton. Ja, gefällt mir alles richtig gut. Na, auch, die sind irgendwie zusammen. Auch die Eulchen. So, ist ja egal, wie rum man die verwendet. Ja, das ist mega. Also, meine Fragen, aber die schicke ich dir auch gleich nochmal. Stempel. Wie hast du das gemacht? Und war das aus dem Action? Was wollte ich noch wissen? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, bin so geflasht hier.
Vielen, vielen lieben Dank. Richtig cool. Und ich hoffe ja, dass es das aus dem Action ist, weil dann habe ich die hier ja auch. Und das wäre ja mega. Weil manchmal, also ich ertappe mich ja immer dabei, dann hole ich die Stanzen und manche habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Das möchte ich auch ändern, dass ich wenigstens das einmal durchstanze und dann gucke. Weil manchmal hat man Stanzen, die so ein großes Potenzial haben, was man gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Ne? Wo man es dann ausgestanzt hat, so, wow, geil, supi. Ne? Ja, meine Liebe, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich total gefreut. Richtig coole Überraschung. Achso, hier, ob du eine Anleitung dafür hast, das wollte ich auch noch wissen. Und ja, mega, richtig cool. Ja, also nochmals vielen, vielen lieben Dank. Ich schreibe dir gleich eine Nachricht, dass es angekommen ist und dass ich mich sehr gefreut habe. Ich bin mal wieder sprachlos. Wer mir alles was schickt und ich fühle mich total geschmeichelt. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, was soll ich sagen? Wortfindungsstörung? Nee, mir verschlägt es die Sprache eigentlich. Ich räume jetzt die Sachen weg, fummel hier noch ein bisschen für mich rum. Das Holzchen muss ich auch noch hier hinlegen. Und hier, das, ne? Tu mir später mal die Maske drauf, wenn ich kein Video mehr drehe. Obwohl, ich könnte die Maske eigentlich direkt auftragen, ne? Ich mache ja eh kein Gesichtsvideo. Ja, da fällt mir ein, nächste Live müsste ja auch langsam mal kommen, ne? Schauen wir mal. Nee, ich fummel hier noch ein bisschen für mich. Ich sage nochmal vielen, vielen lieben Dank, Monika. Hat mich wirklich gefreut. Ich freue mich auf die Papiere, zu verarbeiten. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Kommt in meine Facebook-Gruppe. Denkt dran, wenn ihr eine Anfrage stellt, beantwortet bitte die Fragen und bestätigt die Regeln. Das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt wirklich durchgegriffen und abgelehnt, weil manchmal habt ihr euer Konto oft privat und dann noch nicht mal den richtigen Namen. Und man weiß nie, wer dahinter steckt. Ne? Und wenigstens die Fragen und die Regeln bestätigen, das wäre wirklich richtig cool. Ich verlinke euch die Gruppe unten in der Infobox. Ich denke mal, dass wir ja spätestens nächste Woche auch nochmal einen Tausch, Goodiebag-Tausch machen. Schauen wir mal. Ja, und ansonsten abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Däumchen da, kommentiert fleißig und das Wichtigste wieder, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.